Herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Heute mit Ridley. Ob das was wird, keine Ahnung. Ich bin nicht so der Ridley-Main. Erstmal hier Samus vereisen und wegschleudern. Und Huhn nehmen. Alter! Hallo, Samus, nicht so austeilen. Was? Was? Im ersten Match? Lul! Ich gebe Ridley sowas von kein Ticket. Es ist doch so lächerlich. Das ist doch echt jetzt lächerlich. Ich teile aus, wie weiß Gott, was wird einmal von so einem scheiß Lavastrom gestroffen. Gestroffen. Neues Wort im Duden auch noch auf jeden Fall. Sprachen lernen, Bubble. Bereit, los! Hab schon. Oh! Und du auch! Komm her, Falco, heute gibt's frittiertes Hühnchen. Oder Fuchs. Aber Fuchs ist, glaube ich, nicht so lecker. Was ich gerne mal essen würde, wäre ein Pinguin. Ich weiß auch nicht warum. Ich stelle mir das wie Hühnchen vor. Aber mit einer dezenten Note von Fisch. Pam, tschüss! Das war's dann komplett? Na, jetzt sind wir immerhin wieder bei 5,3. Jetzt kämpfen wir gegen Olima. Oh, wie süß ist denn das? Oh nein, der Pilz kommt gerade weg. Ich hasse ihn. Also wenn wir uns mal online sehen sollten, wer auch immer gerade zuguckt. Den Pilz kann man nicht abfacken. So langsam verstehe ich Ridley. Aber nur so langsam, 6,0. Unterwirft das Universum. Das ist die Kampagne. Ich weiß nicht, ist Ridley in der Metroid-Story so der Einzelgänger? Wow, ging das jetzt schnell? Also gegen mehrere Typen ist Ridley auf jeden Fall im Vorteil. Also wenn man mal so ein 5 gegen 1 macht, keine Ahnung, weil der eine richtig gut ist oder so. Und die Kollegen meinen, okay, komm, wir müssen einmal gewinnen. Dann ist Ridley im Vorteil. Es kommt halt auf die Charaktere an. Die Super Mario Charaktere sind nicht so schnell. Jetzt gegen Meta Knight habe ich auch gerade mehr Probleme. Er hat sich jetzt gerade zum Glück selber zerstört. Was? Beide sind weg? Was? Das war ein Unentschieden? Und ich habe verloren? Es hat sogar... Was? Es hat sogar Meta Knight angezeigt. Lul. Lächerhaft. Das ist eigentlich ein Beyond War, das sieht stark aus. Aber dauert ein bisschen zu lang. Gegen so einen schnellen Charakter wie Samus. Also Zero's Meat Samus, meine ich. Hallo?
Ich wollte sie doch gerade aufnehmen. Warum steht dieses Drecksding auf? Alter, ich werde gerade brutalst abgefertigt. Ich habe gerade so viel Pech. Ich habe gerade so viel Pech in der Kampagne. Was? Als ob die so lang ist. Hallo? Ich werde gerade betrogen. Aufs Übelste. Ich werde gerade aufs Übelste betrogen. Hallo? Leute. Hätte besser werden können. Ich frage mich, warum der Charakter so beliebt ist. Also ich weiß, dass in Japan auf jeden Fall keiner nach Ridley gefragt hat. Und Sakurai den Charakter nur eingeführt hat, weil es die Westkultur wollte. Weil es halt sonst keinen anderen Metroid-Charakter gab, etc. Genauso wie Banjo-Kazooie, da will auch keiner in Japan sowas. Scheiße, komm ich nicht mehr rein. Er hat aber einen Affentempel, finde ich. Du wirst, dass es ein schwerer Charakter ist. Geschafft! Also er hat Potenzial, aber wir hatten recht viel Pech jetzt in dem Durchlauf. Deswegen kämpfen wir auch jetzt gerade nur gegen Meisterhand. Weil wir gerade echt schlecht sind. Und wird abgefertigt. Habe ich gerade das Gefühl. Finaler Schlag und bam! Sie wird ja echt abgefertigt. Also alleine ist Meisterhand nichts. Okay, der Jubel ist gruselig. Wenn er einfach senkrecht steht. Naja, hätte besser laufen können. 7,2, ich bin nicht wirklich zufrieden. Hätte echt besser laufen können. Lul. Ich glaube, das ist sogar unser schlechtester Charakter überhaupt. Hier im Battle gegen Rathalos. Also das Battle hätte ich mir also eher gewünscht. Mit Yoshi so richtig klein. Das wäre jetzt auch besser als die Hände gewesen. Ich frage mich, warum ab und zu einfach nur Master Hand und Crazy Hand dazu gefügt werden. Es wird einfach out. So. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss und bis bald. Colors weave into a spine.